From Romania with love. Kinderheim in Rumänien. Ja, das wollen wir bitte. Ja, kann man sich, also für mich war das dann immer in der Forschung so, dass man sagt, ja, so, das kostet jetzt 200.000 oder so. Ich dürfte billiger gewesen sein. Frankfurt am Main, Ajebeja, Ebelvoy wurde Realität. Und ich wusste nicht ganz, was ich hier tue. Pommes-Schranke, auch ganz nett und lecker. Wieder zurück nach Wien. Und in Wien hat sich dann ein Weg geformt aus Gesang, aus Schauspiel, aus Tanz, aus Moderation, aus Leben. Und was für mich wichtig ist, redet nicht so viel. Macht es. Clara? Ja, ist offen, komm rein. Hey! Hi. Das ist für dich und das ist für mich. Danke, dass du fragst, mir geht's gut. Wie geht's dir? Eh. Also so wie immer. Sag mal, musst du nicht deinen wichtigen Flug erwischen oder so? Nein, ich bin seit gestern wieder in beautiful Vienna. Aber seitdem du Social Media den Rücken gekehrt hast, hast du überhaupt keine Ahnung mehr, was abgeht. Also ich vermisse deine peinlichen Posts nicht. Jetzt wollte ich dich gerade updaten. Wie war's bei den Japsen? Du meinst Hongkong? Mhm. Hongkong war super. War der Wahnsinn. Lauter leifernde Leute. Ich nehme an, ja? Ja, ja. Lauter leifernde Leute und... also zum Party machen, meine ich jetzt. Mhm. Und vor allem für die anderen Sachen. Also ich war total überrascht. Ich bin total auf meine Kosten gekommen. Gab es einen Weg. Ja, lass mal das. Lass mal das. Aber die Modenschau, wegen der war ich ja eigentlich da, die war super. Die war der Wahnsinn. Ja, ich war das First Face. Ich sag nur State of the Art. Und ich glaube, der Designer hat sich ein bisschen in mich verliebt. Okay, passt schon. Woher weißt du, dass ich drüben war? Annabelle hat einmal was erzählt. Anni, Babe! Mhm. Oh, ich vermisse sie. Wie geht's ihr? Viel zu gut. Wieso? Sie heiratet. Okay. Was auch. Du bist eifersüchtig. Ich bin nicht eifersüchtig. Bin froh, dass ich keinen hab. Das glaube ich dir nicht. Darling, love is for everyone. Pff, für mich nicht. Lass es mich objektiv betrachten, ja? Ein Girl mit einem halbwegs nicen Face kann doch eh jeden bekommen. Ich will aber nicht jeden. Lass uns rausgehen. Party machen. Fun, fun, fun! Nein! Du bist eine Spielverderberin. Dann gehe ich, Clara. Mach mal das Fenster auf. Ciao. Sag, was hat dich dazu inspiriert? Ja, einige Dinge. Also ich war ja auch im Ausland für eine lange Zeit. Ja. Das ist dir so gut gelungen. Ja. Okay. Thomas, gibst du mir bitte kurz meine Tasche? Die kann auch nicht im Auto bleiben. Könntest du sie holen, bitte? Lass uns doch jetzt erstmal anstoßen. Ja, auf dich. Auf dich. Dankeschön. Er ist da. Ich bin gleich wieder da. Alles klar. Bis dann. Das ist wirklich Arsch. Was ist Arsch? Na, schau. Alles. Sitzt ein kleiner Kerl am Boden und spült mit seinem. Ja, komm, verarsch und kannst mit anderen. Sascha. Komm mal da. Dichter. Hocken, du bist kein Dichter. Wenn ich mich nicht verstehe, Alter. Sascha, entspann dich. Es ist echt nicht so gemeint, aber es ist einfach nicht. Na, weißt du was? Geh's scheißen. Geh's scheißen, wirklich. Alter, ich brauch euch nicht. Ich brauch deinen Scheiß nicht. Ich brauch deinen Scheiß nicht. Da.
Fuck off, Alter. Ich bin Dichter, Sascha. Kevin! Ja, was ist? Ja, servus Kevin, ich bin's. Semmel? Servus. Wie geht's dir so? Ja, super. Magst du mich reinlassen vielleicht? Ja, dann lass dir eine. Ja. Danke. Servus, Kevin. Geht's? Ja, gut. Was machst denn du für einen Stress, bitte? Ich bin wegen am Geld da. Geil. Ja. Was ist denn mit dem? Ich brauch's, ich hab da Geld geborgt. Weißt du noch? Ja, du willst jetzt alles haben oder was? Ja, aber leiwand. Jetzt? Jetzt, bitte, Geld, alles. Kevin, reiß dich zusammen. Ja, bitte. Ja, da ist. Ja, 6 Euro. Was heißt 6 Euro? Ich hab 6 Euro, oder? Ja. Wie viel habe ich da geborgt? Hm? Wie viel habe ich da geborgt? Ah, ich hab da 200 Euro geborgt. Ja. Was da ist? Oh, ja. Wahnsinn, ja. Bist du. Bist du überhaupt da? Checkst du, was ich dir sage? Ich bin sehr da. Ja, so schaut's aus. Das sind's, oder? Lass das bitte. Sind das meine 180 Euro? Sag's mal. Ja, vielleicht. Vielleicht? Ja. Vielleicht oder sicher? Guck mal das jetzt. Schau dir an. Du kannst kaum stehen, Alter. Schau, was du gemacht hast, Alter. Ja. Tut mir leid. Ich bin ein bisschen im Stress. Wieso bist du im Stress? Ja. Wurscht. Hast du ein Bier? Ja, bitte. Hast du auch eins? Gerne. Passt. Kurz nach 10 Uhr betraten zwei bislang noch unbekannte Männer die Sparkassenfiliale hier in Nürnberg-Buchenbühl. Sie forderten unter Vorhalt von Schusswaffen von den Angestellten Bargeld. Ihnen wurde ein Geldbetrag in Höhe von mehreren tausend Euro in eine Plastiktüte getan. Anschließend verließen die beiden Männer das Gebäude und flüchteten zunächst zu Fuß in Richtung Kalkreuth. Mittlerweile haben sich Erkenntnisse ergeben, dass die Männer offensichtlich mit Fahrrädern ihre Flucht fortgesetzt haben. Es soll sich um zwei Osteuropäer handeln, die 1,75 bzw. 185 cm groß sind. Beide sollen um die 20 Jahre alt gewesen sein. Der kleinere der beiden soll begleitet gewesen sein mit einer blauen. Was ist, wenn wir sowas machen? Die im Brustbereich auffallend breite Streifen hatte. Ein Streifen. Machen wir sowas. Weiß, der andere soll hellblau sein. Ja? Im Ernst? Bitte über Volker Bank wegen seiner da. Du musst jetzt ein bisschen warten. Nein!
Keine Bank, ein Trafik. Hast du noch deine Gaspuffen? Ja, Mann. Passt. Ich kenne nämlich ein Trafik. Die ist relativ abgelegen und die haben heute Abrechnung. Wenn wir da heute einschneiden und... Heute noch? Ja, wir boschen da heute rein. Und dann haben wir Mörder-Cash, dann haben wir keine Probleme mehr. Ja, denk einmal nach. Die müssen ja Mörder-Cash haben, allein vom Lotto spielen und von der Chick. Die Chicks sind urteuer geworden. Dann machen wir einmal ein fettes Ding und dann haben wir es. Ja, Mann. Bist du dabei? Ja. Aber das müssen wir gescheit planen. Was willst du planen, Bro? Wir crashen da rein. Sagen sie ja was. Mhm. Und die geben uns das Geld und sagen wieder schauen. Nein, das gehört gescheit geplant. Der Richie hat das auch nicht geplant. Ja, der ist da rein. Der Richie? Wo ist der Richie jetzt? Gut, er ist im Häfen, aber das war wegen Körperverletzung. Ja? Das war was ganz was anderes. Wurscht, auf so einen Sautrottel wie in Richie müssen wir gar nicht schauen. Cool. Wir machen das gescheit. Ja, was willst du jetzt planen? Wir brauchen Masken. Sonst erkennen sie uns und wenn sie uns erkennen, dann verhaften sie uns. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Nein, ich will nicht verhaftet werden. Holst du Masken? Boah, kannst du das nicht machen. Nein, ich gehe nämlich zu Hause und ich hole meine Puffen. What? Dann haben wir deine Gaspuffen und meine gescheide und zwei Puffen gegen ein Trafik. Das ist unfair. Das schaffen wir. Das ist so. Passt, also du holst Masken, ich hole meine Puffen. Ja, aber ich hab kein Geld. Ja, ich. Oh, bitte. Du bist echt wertlos. Da. Du holst zwei Masken für uns. Schau, dass es den ganzen Kopf verdeckt. Ich hätte gern so eine Pferdemaske eigentlich. So. Ja, ich hätte gern eine Katze. Ey? Nein, es ist mir wurscht, was für Masken. Okay. Irgendwas, wo man das Gesicht... Hör mir zu, irgendwas, wo man das Gesicht nicht sieht. Ich meine das ernst, wir machen das. Ich nehme so ein Pferd. Hauptsache, man sieht dein Gesicht nicht. Ich gehe zu Hause, hol die Puffen, du holst die Masken, nimm einen Rucksack mit und wir treffen uns um 5 in Otterkring, in dem Park, vor der Trafik. Hm? Okay. Ich meine es ernst, Kevin, schon an. Ja, mach was, mal. Was machst du? Was brauchen wir und wo musst du hin? Masken. Masken. Gaspuffen. Und einen Rucksack. Und einen Rucksack. Wofür den Rucksack eigentlich? Das ist Geld. Ah, okay, gut. Machen wir. Passt. Okay. Du mir angefallen. Werd ein bisschen nüchtern, okay? Okay. Du bist nämlich ein bisschen daneben. Servus, Sam. Kuss vor 5, servus. 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 Also, du schaust noch ähnlich aus als vorher. Hast du dir noch was durchgezogen? Ja, es ist eine stressige Situation für mich. Ja. Vorher hat es aber so gewirkt, als ob du ziemlich wurscht wäre. Ja, vorher war ich auch zu. Und jetzt bist du nicht zu, der Trottel. Erst reg dich nicht so auf, sonst schleiche ich mich und dann kannst du es alleine machen. Na, du hast recht. Entschuldigung. Ich bin auch ein bisschen nervös. Kannst du dir vorstellen, oder? Ja, jetzt zeig mir mal den Puffen her. Mit dem Scheiß. Wieso? Ja, das ist das Wahre. Alter, komm. Setz dich hin und sicht uns noch wer. Erst. Was ist das? Ein 45er Magnum in Wien? Wer soll denn das abkaufen? Wieso scheppert das? Ist das ein Spielzeugpistolen? In meiner ist wenigstens ein Heizkastolen. Alter, die hat Urstyle. Die ist super, die ist so richtig. Dirty Harry Motherfucker. Du bist der Dirty Fullkoffer. Das kann nicht der Ernst sein, dass du dein ganzes Hirn schon weg. Ich meine, du bist ja nur mehr zu, oder? Alter, du kannst es auch allein machen. Na komm. Passt schon. Wie gesagt, ich bin nervös. Ja, Alter. Magst du was zahlen? Warte kurz. Hallo? Ja, hallo Mone. Nein, habe ich nicht vergessen.
Nein, komm am Abend. Ja, ja, ganz sicher, ganz sicher. Ich muss nur vorher kurz was erledigen, okay? Na, komm, ganz sicher. Was du, ich muss weiter. Gut. Passt, ciao. Moini. Was hast du gesagt? Ja, ob du was zahlen möchtest. Ja. Was ist eigentlich mit den Masken? Boah, auf die hab ich voll vergessen. Was hast du bitte gemacht bis jetzt dann? Ha? Ja. Wo sind die Masken? Ja, ich hab's vergessen. Was ist mit den 20 Euro, die ich da gegeben hab? Ja, Cheek gekauft habe ich. Cheek gekauft um 20 Euro? Ja, die sind teuer geworden, sag mal. Was machen wir jetzt? Hm? Kannst du mir das sagen? Ja, Trafik, oder? Ohne Masken? Ja, Alter, wir ziehen uns einfach wie in den brasilianischen Favelas die T-Shirts über den Kopf und das passt schon. Spannend. Glaubst du, das funktioniert? Sicher. Das ist fesch. Sag mal, sei nicht so nervös. Hast du Cheek? Dein Ernst? Ja. Raus wieder mit dir! Geh zu Steh auf! Mach die Kasse auf! Geld her! Ja, komm! Schneller, hat er gesagt! Gib! Komm! Jetzt, warte, was ist? Komm! Zahn, Alter! Wofür ist der Mann? Hast du meinen Namen gesagt? Bist du deppert? Ja, und es ist gar nicht so leicht, in Corona-Zeiten ja hier solche Sachen zu machen. Ich habe natürlich auch eine Maske. Beim Singen wird es mir natürlich schwer fallen, diese Maske zu haben. Aber da bin ich ja eh in dieser Kabine, aber ich glaube, ich bin ein Sammler. So, ready? Yes. So, 4 Takt, 4 Klappen, das geht los. Ich bin ein Sammler, ein Jäger. Guter Ernährer, ein Schrauber, ein Dreher, ein ganz früher Aufsteher, ein Broker, ein Seller, ein Intellektueller, ein Helfer, ein Heiler, im Grunde ein Geiler, bin ein Schöpfer, ein Macher, Beschützer, Bewacher, ein Forscher, ein Retter, Adretter, Jetsetter, gestählter Don Juan, das Bild von einem Mann, so steh ich vor dir. Hör an, zieh die Schuhe aus, bring den Müll raus, pass aufs Kind auf und dann räum hier auf, geh nicht spät aus, nicht wieder bis um 1, versteh was du sagst, aber nicht was du meinst. Dann machen wir doch weiter mit den Sheeran. Yep. Love could change the world in a moment, but what do I know? Love could change the world in a moment.
I paint a picture, let me set the scene. You know the future's in the hands of you and me. So let's all get together, we can all be free. Spread love and understanding, positivity. We could change this world.